Heute sind wir in Solothurn und wir gehen jemanden besuchen, der keine Musikkarriere gemacht hat, sondern eine Karriere im Fußball. Julien Chegon war in der zweiten Staffel von Music Star. Wir sehen ihn schon hier hinten am Trainieren. Und ich würde sagen, wir gehen mal schauen, weil er hat für legendäre Auftritte gesorgt. Julien schafft es damals bis ins Halbfinale. Heute ist er Primarlehrer und trainiert das Frauenteam des FC Solothurn. Hey, so schön, dass du hier, vor allem hier auf diesem Fußballplatz, zu treffen. Herzlich willkommen. Eine geilere Location hättest du für mich nicht aussuchen. Du weißt, ich liebe Fußball auch, wie du auch über alles. Einfach ein bisschen mehr in die Richtung, oder? Ja, ein bisschen mehr Richtung Basel, ja. Und wenn du jetzt so denkst, so vor 20 Jahren, hättest du dich erträumen, dass du jemals hier in Solothurn auf diesem Platz bist und die erste Mannschaft vom FC Solothurn von den Frauen. Trainierst. In dieser Zeit noch nicht, weil hoppa, Skiller, komm schnell, Skiller. Ja. Schnell, ja, die falschen Schuhe. Aber ich kann es eben immer noch. Hoppa, oder? Ja, ja. Wie hat es Stockfeld? Ja, ja. Aber ist okay. Ja, Gaudena, wie es bei dir jetzt immer noch ist, voll Feuer und Flamme für die Musik. Auch das Publikum war Feuer und Flamme für Julien. Ganz im Gegensatz zu Juror Detlef die Soest. Ich habe das gerade letzte wieder geschaut auf YouTube. Detlef die Soest, fahrt schon noch ein, oder? Fahrt ihm. Wenn du sagst, dass dieses Show Music Star nur ein Spiel ist, dann sind wir hier deine Kandidaten oder was? Das ist wahrscheinlich die einzige Chance in deinem Leben, Alter, ja, die du hast, aus deiner Bedeutungslosigkeit hervorzutreten und erfolgreich zu werden. Und es gibt Leute um dich rum, die jeden Tag ihren scheiß Arsch bewegen, damit du vorwärts kommst. Und wenn es für dich ein Spiel ist, dann ist das fuck nochmal eine totale Beleidigung. Ich bin zwar noch kleiner Furz, das ist klar, aber irgendwie sollte man Leute gleich mit Respekt behandeln, weil da schaut die ganze Nation zu und es ist nicht ganz einfach, mir so hier zu helfen. Ich bin auch in diesem Moment ziemlich überfordert gewesen. Aber ja, einfach rückblickend, das ist einfach das Showbusiness, oder? Das hat sich, die Sendung hat sich auch recht gut verkauft nachher und irgendwie gehört es dazu. Ich sage gar nicht, dass es geplant war, jetzt von ihm zu ihrer Seite, aber es hat natürlich Publicity geben. Oh, guten Tag, Spaschi. Wie hat der Gegner gesehen, Kamera? Geht rein, jawohl. Ich habe schnell gemerkt, wow, das ist noch die grössere Passion als das Singen damals. Und der Ball, Spaschi. Und dort habe ich einfach immer gemerkt, dass ich entweder immer mehr auf dem Platz sein möchte und das Ganze noch professioneller möchte können führen. Spaschi, nicht so hoch laufen, entweder diagonal rein. Macht's gut. Und go, Baschi! Und tief! Horizontal, so ein bisschen diagonal, genau, oder? Jetzt holen, Baschi, holen! Brutal, ey. Tempo! 20! Gut, aber mehr, bitte! Shit! Schnuffe dir auch so? Warte noch schnell eine Minute länger für den Baschi, sonst ist er tot. Ich bin Eden, fast ein bisschen, muss ich sagen. Ja, das war auch früher mein Leben. Also, ich habe auch mal geträumt von einer Fußballkarriere. Er erlebt sie jetzt nicht auf dem Platz, sondern eher auf der Seitenlinie als Trainer. Aber nicht weniger leidenschaftlich, ja. Super. Hey, alles Gute für euch in Saison. Danke vielmals, danke, dass ich dabei sein durfte. Hey, schön, dass du gekommen. Hey, Respekt. Uns hat mega Spass gemacht. Mega cool, dass ihr da seid. Ich spüre richtig, wie du deinen Traum lebst. Und das wünschst du dir von Herzen. Alles Gute. Ich bin mal.